Die zerrissene Republik ist letzte Woche erschienen bei Bels Juventa, knapp 400 Seiten. Und es ist nicht das erste Buch von Christoph Butterwegge, der gemeinhin als Armutsforscher in den letzten Jahren, Jahrzehnten aufgetreten ist und auftritt, auch noch mit so einem Buch. Es geht um eine wachsende sozioökonomische Ungleichheit, auch in Deutschland, die sich auch in Deutschland verstärkt ausbreitet. Was ist denn die Motivation für ein erneutes Buch? Was ist vielleicht auch neu im Vergleich zu anderen Büchern? Des Armutsforschers wollte ich so ein bisschen loswerden, weil ich mich ja auch mit ganz vielen anderen Dingen beschäftige und der Armutsforscher immer so den Eindruck erweckt, dass der zu den Armen geht und die fragt, wie es ihnen geht. So wie der Biologe oder Zoologe meinetwegen irgendwelche Tierarten untersucht. Nein, das eigentliche Problem ist die wachsende sozioökonomische Ungleichheit. Das war mir immer klar und ich habe mich dann mit der schlimmsten Ausprägung beschäftigt, nämlich der Armut. Zuerst sehr stark, weil ich 1994 an der Fachhochschule Potsdam angefangen bin und dort eine Vertretungsprofessur hatte und von den Studierenden auf die sich ausbreitende Kinderarmut hingewiesen worden bin, auf die in den damals noch neuen ostdeutschen Bundesländern, habe ich mich zuerst mit Kinderarmut sehr intensiv beschäftigt. Dann habe ich gemerkt, dass das im Grunde die Öffentlichkeit nur deshalb interessiert, weil es sich um diese kleinen, niedlichen Wesen handelt. Ich weiß, wovon ich spreche, weil ich habe einen kleinen 4-jährigen Sohn. Aber es war ein Mitgefühl, das da geäußert wurde, was die Kinder betraf, nicht was das gesellschaftliche Strukturproblem der Armut anging. Und dann habe ich mich dann auch verstärkt mit Altersarmut beschäftigt, auch mit dem wachsenden Niedriglohnsektor und habe dann natürlich daraus den Schluss gezogen, dass man auf der anderen Seite den Reichtum thematisieren muss. Also wer über den Reichtum nicht sprechen will, der sollte auch von der Armut schweigen. Und so bin ich dann schließlich jetzt in diesem Buch bei der Ungleichheit gelandet. Es geht also auch da um eine asymmetrische Verteilung des Einkommens von Vermögen. Das ist natürlich nun keine neue Erkenntnis, davon zu sprechen. Was sind denn vielleicht neue Erkenntnisse im Buch? Die neue Erkenntnis, ich weiß nicht, ob es da in dem Gebiet wirklich Neues zu erforschen gilt, aber als neu würde ich zum Beispiel bezeichnen, dass ich versucht habe, drei Ursachenbündel nachzuverfolgen. Also unter dem Einfluss des Neoliberalismus ist ja eine Regierungspolitik gemacht worden in der Bundesrepublik, die diese wachsende Ungleichheit gefördert hat. Und meine These ist, das ist also nicht irgendwie ein unsozialer Kollateralschaden der Globalisierung, sondern das ist bewusst ins Werk gesetzt worden. Und da habe ich drei Ursachenbündel untersucht. Einmal die Deregulierung des Arbeitsmarktes. Man hat durch Lockerung des Kündigungsschutzes unter Gerhard Schröder, durch die Liberalisierung der Leiharbeit, durch die Einführung prekärer Beschäftigungsverhältnisse, Mini- und Midi-Jobs, diesen Niedriglohnsektor so ausgeweitet, dass er inzwischen fast ein Viertel aller Beschäftigten umfasst. Und der ist das Haupteinfallstor für heutige Familien und Kinder und spätere Altersarmut. Dann das zweite Ursachenbündel ist die Demontage des Sozialstaates. Da habe ich natürlich Hartz IV und andere Gesetze untersucht, inwiefern da auch mit der Riester-Reform Altersarmut per Gesetz produziert worden ist. Und auf der anderen Seite natürlich diejenigen, die durch private Altersvorsorge, ich nenne sie finanzmarktabhängige Altersvorsorge, hohe Renditen erwirtschaften. Das spaltet die Gesellschaft natürlich zusätzlich. Und dann habe ich drittens die Steuerpolitik untersucht. Und da ist jetzt vielleicht insofern was Neues, als ich von 1945 an bis heute verfolgt habe, wie denn Steuerpolitik gemacht worden ist. Und da stellt man fest, die Alliierten haben den Westzonen 1946 aufgegeben, dass sie einen Grenzsteuersatz bei der Einkommensteuer von 95% erheben mussten. Und dieses Gesetz, das Kontrollratsgesetz Nummer 12, das hat die Regierung Adenauer gebunden bis 1958. Da ist dann der Spitzensteuersatz von also 95% im Extremfall herabgezogen worden. Und das haben alle Regierungen, mit Ausnahme einer Regierung von Brandt und Scheel, haben das fortgesetzt. Und es ist systematisch dafür gesorgt worden, dass die Reichen noch reicher und die Armen zahlreicher wurden. Denn man hat
gewissermaßen nach dem Matthäus-Prinzip. Im Evangelium des Matthäus heißt es, wer hat, dem wird gegeben, und wer wenig hat, dem wird das Wenige auch noch genommen. Hat man die Reichen immer stärker begünstigt steuerpolitisch, und auf der anderen Seite hat man die Mehrwertsteuer erhöht, nämlich die Steuer, die am meisten die Armen trifft, also Geringverdiener, Transferleistungsempfänger, die genauso, wenn sie in den Laden gehen, mit die Mehrwertsteuer bezahlen müssen wie wohlhabende Reiche und Hyperreiche. Und auf diese Art und Weise ist natürlich die Spaltung der Gesellschaft gezielt vorangetrieben worden. Und das ist vielleicht auch nicht neu, aber in dieser Breite, wie ich das darstelle, glaube ich schon, dass es neu ist und auch das Buch so eine Art Alleinstellungsmerkmal hat. Zusätzlich ist in dem Buch beschrieben, wie die Gesellschaft dieses Problem der sozioökonomischen Spaltung verharmlost, beschönigt, ich sage auch ideologisch entsorgt hat, nämlich indem man immer versucht hat, das Ganze zu relativieren, indem, wenn überhaupt über den Reichtum gesprochen worden ist, dann also in Hochglanzmanier, dass die Reichen und Schönen dargestellt wurden, aber dass 45 Familien in Deutschland so viel besitzen wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung, nämlich über 40 Millionen Menschen, das ist, glaube ich, eine Polarisierung, eine Spaltung, die dann auch Auswirkungen hat im politischen Bereich. Und das Buch heißt ja im Untertitel Wirtschaftliche, soziale und politische Ungleichheit in Deutschland. Und dass diese politische Repräsentationskrise, dass nämlich die Ärmeren gar nicht mehr zu Wahlen gehen und im Grunde sich aus den politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen zurückziehen, das stellt natürlich dieses demokratische Repräsentativsystem in Frage, das darauf beruht, dass alle Bevölkerungsschichten sich beteiligen und ihre Repräsentanten, also ihre Abgeordneten, wählen. Und wenn das die Ärmeren nicht mehr tun, aber in den Luxusquartieren in unseren Großstädten Wahlbeteiligung von 90% sind, dann zeigt sich, dass das zusätzlich zu der Tatsache, dass Reiche und Hyperreiche natürlich Einflussmöglichkeiten in Bezug auf den Lobbyismus haben, und wer reich ist, ist auch politisch einflussreich. Zusätzlich dazu wird sogar bei Wahlen keine Repräsentation mehr erreicht, und das heißt, die politische Ungleichheit ist ebenfalls gewachsen. Christoph Butterwecke, der ein Buch geschrieben hat, Die zerrissene Republik. In dem Buch gibt es auch einen Satz, den ich ganz bemerkenswert fand. Ich zitiere das einfach mal. Zu keinem Zeitpunkt haben sich die Sozialwissenschaften in Westdeutschland ernsthaft mit dem Problem der Ungleichheit auseinandergesetzt. Das wirkt erstmal sehr verallgemeinert, bietet da auch ein bisschen Angriffsfläche, aber zieht auf das, was eben schon anklang, also dass man so bestimmte Begriffe einfach ersetzt hat oder ihren Wurzeln entschärft hat. Ein Beispiel dafür wird auch angeführt, nämlich den Marburger Soziologen Martin Schröder, der erst vor kurzem in einem Aufsatz behauptete, dass fast ausnahmslos die Ungleichheit in Deutschland höher eingeschätzt wird, als sie tatsächlich ist. Was würden Sie denn den Herrn Schröder aus Marburg antworten? Naja, ich würde antworten, dass das Gegenteil der Fall ist. Es wird unterschätzt. Also, dass sich bei den Reichen so viel Vermögen konzentriert, dass zum Beispiel der reichste Deutsche, Dieter Schwarz, der Besitzer von Lidl und Kaufland, 41,5 Milliarden Euro Privatvermögen hat. Ich glaube nicht, dass das den Normalbürgerinnen und Normalbürgern bewusst ist. Die gehen davon aus, dass ganz Reiche, die Fußballspieler, Profis in der Bundesliga sind, dass vielleicht die Manager mit 15 Millionen Euro im Jahr, dass die nun die Superreichen sind, die ich bewusst Hyperreiche nenne, weil mein kleiner Sohn, wenn der nachts noch lebendiger ist als tagsüber, wird er auch nicht als superaktiv, sondern als hyperaktiv bezeichnet. Und diese Konzentration des Reichtums ist natürlich für die Gesellschaft schädlich. Deswegen spreche ich von den Hyperreichen. Also, dass die Kluft so tief ist, dass auf der einen Seite Millionen Menschen entweder zu den Tafeln gehen oder als Hartz-IV-Bezieher vielleicht so eben über die Runden kommen, zum Teil aber auch durchaus, wenn man sich jetzt die Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit in Deutschland anguckt, die auch gestiegen ist deutlich, dann sieht man, dass da ein verheerendes Maß von Armut existiert und auf der anderen Seite ein wirklich, selbst für Menschen wie mich, ich bin jetzt nicht arm, sondern durchaus wohlhabend, aber 41,5 Milliarden Euro Vermögen kann ich mir trotzdem nicht vorstellen. Deswegen denke ich eher, dass die Bevölkerung
diese sich vertiefende Kluft zwischen Arm und Reich unterschätzt. Und ist das eine, sich die Auswirkungen und auch die Folgen der sozialen Ungleichheit anzusehen, das andere darüber zu diskutieren, was denn mögliche Gegenstrategien sind oder vielleicht auch was für Lösungsmöglichkeiten man hat. In der Sozialwissenschaft ist das etwas, was eher seltener passiert, aber in Ihrem Buch wird es versucht. Was wären denn solche Gegenstrategien? Ja, das hat damit zu tun, dass ich natürlich Sozialwissenschaft nicht so als la pour la betreibe, also Sozialwissenschaft um der Sozialwissenschaft willen, sondern ich betreibe Sozialwissenschaft, um die Gesellschaft gerechter zu gestalten, um also auch politische Handlungsempfehlungen geben zu können. Und wenn meine Analyse richtig ist, dann muss man natürlich auf diesen drei genannten Feldern ansetzen. Eine Reregulierung des Arbeitsmarktes ist das erste. Ein sehr deutlich angehobener Mindestlohn, 12 Euro, ist eher noch zu wenig, weil die Bundesregierung hat auf eine Anfrage der Linken im Bundestag, wie hoch der Mindestlohn sein muss, wenn man 45 Jahre lang zum Mindestlohn gearbeitet hat, um damit dann aus der staatlichen Grundsicherung herauszukommen, also eine Rente zu erwirtschaften, die ausreicht, um nicht zum Sozialamt gehen zu müssen. Da hat die Bundesregierung geantwortet, dann muss der Mindestlohn 12,63 Euro betragen. Außerdem müssten natürlich prekäre Beschäftigungsverhältnisse, Mini- und Midi-Job sozialversicherungspflichtig gemacht werden. Es müsste die sachgrundlose Befristung verboten werden, genauso wie die Leiharbeit, und es könnte natürlich auch eine stärkere Tarifbindung dazu führen, dass insgesamt die Lohnquote wieder steigt. Das zweite wäre, der Sozialstaat müsste nicht um- und abgebaut werden, wie er das in den letzten Jahrzehnten wieder da geschehen ist, sondern er müsste ausgebaut werden hin zu einer solidarischen Bürgerversicherung. Alle müssten einbezogen sein, auch Selbstständige, Freiberufler, Beamte, Abgeordnete und Minister. Es müssten alle Einkunftsarten verbeitragt werden, nicht nur Löhne und Gehälter, sondern auch Kapitaleinkünfte, Zinsen, Dividenden, auch Miet- und Pachterlöse. Und es müsste die Beitragsbemessungsgrenze auf- oder zumindest stark angehoben werden. Heute ist es ja so, dass wer 6.700 Euro in Westdeutschland und 6.150 Euro in Ostdeutschland im Monat verdient, der muss für alles, was darüber hinaus er an Einkommen hat, an Gehalt oder Lohn, muss er keine Beiträge zahlen. Und da ist eine Grenze der Solidarität, die nicht einzusehen ist. Dann wäre als dritter Punkt natürlich die Steuerpolitik. Also ich spreche mich in dem Buch dann aus für eine Wiedererhebung der Vermögensteuer. Die muss nicht neu eingeführt werden, weil sie steht sogar noch im Grundgesetz. Sie wird einfach seit 1997 unter der Regierung Kohl nicht mehr erhoben. Es müsste ein höherer Spitzensteuersatz her. Der muss nicht 95% betragen, aber es ist auch nicht einzusehen, warum 42% und für ganz wenige die Reichensteuer in Höhe von 45% geeignet sein sollen, die starken Schultern so zu belasten, dass soziale Probleme gelöst werden. Also die Konzerne müssten stärker wieder Körperschaftssteuer zahlen, die ist gesenkt worden auf 15%. Unter Helmut Kohl betrug sie noch 45% bzw. 30%, je nachdem, ob die Gewinne einbehalten oder ausgeschüttet wurden. Das wären so steuerpolitische Ansätze. Und am Schluss komme ich dann zu der Frage, die mich auch umtreibt, nämlich reicht das denn aus? Also reproduziert sich nicht in einer kapitalistischen Gesellschaft die Ungleichheit auch dann, wenn man bei den Reichen und Hyperreichen steuerpolitisch einen Teil abschöpft? Und dann stellt sich die Frage der Sozialisierung, dann stellt sich die Frage, warum der Artikel 15 Grundgesetz der Enteignung zulässt, warum der immer nur angewendet wird, wenn neue Autobahnen gebaut werden oder der Braunkohletagebau vorangetrieben wird und Eigentümer von Grundstücken enteignet werden, die da im Weg sind. Warum wird nicht, wenn ich jetzt mal die Mieten frage, die auch in dem Buch breit behandelt wird, warum wird da nicht bei den Immobilienkonzernen, so wie das die Initiative in Berlin, Deutsche Wohnen und Co. enteignen, ja in die öffentliche Diskussion getragen hat, warum wird da nicht mal gefragt, ob es denn nicht ein Recht auf Wohnen gibt für die Menschen, und wenn das verletzt wird durch Spekulanten, durch Finanzinvestoren, die Wohnungen nur zu Spekulationszwecken halten und um eine hohe Rendite zu erwirtschaften, ob da nicht der Artikel 15 durchaus angebracht wäre, hier auch dieses schärfste Schwert des Staates, nämlich der Enteignung, anzuwenden. Also das ist sicher ein Punkt, an dem weiter diskutiert werden muss. Aber wenn man sich dieses Problem einer sich vertiefenden Kluft von Arm und Reich anguckt,
dann muss man eben auch möglicherweise radikale Lösungen am Ende ergreifen. Da schwingt natürlich auch so eine Hoffnung noch mit, dass der Staat das schon irgendwie richtet und die Argumente sich anhört und dann den allen Menschen möglichst besten Wege zieht, das in der Realität ja nicht immer so ist. Was ist denn da vielleicht auch der Adressat des Buches? Denn häufig ist die Erfahrung, die guten Argumente sind das eine, die politische Umsetzung das andere. Sprich, es gibt nicht immer nur den Weg des besten Arguments und dann wird es vollbracht in dem Habermas-Sinne. Ja, solche Illusionen habe ich natürlich auch nicht. Marx hat so schön gesagt, selbst das treffendste Argument blamiert sich, wenn dahinter kein mächtiges Interesse steckt. Dem würde ich mich voll anschließen. Also das heißt, es muss Druck erzeugt werden, staatliches Handeln, die Politik der etablierten Parteien oder auch anderer Parteien als jetzt regieren, hängt natürlich immer davon ab, wie groß der außerparlamentarische Druck ist, wie sehr die Menschen, die abhängig Beschäftigten, die Millionen, die eben nicht zu denjenigen gehören, die da die dicken Bankkonten haben, wie sehr die Gegendruck erzeugen. Also da will ich aus der Physik vielleicht das Gesetz für die Politik entlehnen und das Umwandeln in den Satz, Macht ist gleich Masse mal Beschleunigung. Also das heißt, ohne diesen Druck wird es nicht gehen. Ich verspreche mir nicht, dass die Regierenden, die politisch Verantwortlichen in der Bundesrepublik meine Argumente hören und das dann umsetzen, sondern ich erhoffe mir, und deshalb schreibe ich natürlich Bücher, deshalb halte ich Vorträge, deshalb gebe ich Interviews, um die Menschen anzuregen, sich zu informieren, sich zu engagieren, sich zu organisieren und diesen Druck zu entfalten. Ohne das wird es nicht gehen. Von selbst tut sich da nichts. Das hat eben die Geschichte der Bundesrepublik in den letzten Jahrzehnten gezeigt.